Geschichtendeck. Wie gesagt, mit meinem Deck ist es langweilig zu spielen. Ich muss auch die anderen Decks kennenlernen. Aikatoka! Hier passieren Dinge, die sollten nicht passieren. Ich duelliere mich wie der letzte Duellante. Das ist. Manchmal sollte man sich Effekte 10-mal durchlesen. Oder Effekte durchlesen, bevor man überhaupt irgendwas mit der Karte macht. Oh, durchschlagende Kampfschaden ist geil. Ah, stimmt. Irgendwas war da richtig geil an diesen Karten. Du kannst einen großen. Okay. Das ist ein bisschen schwach. Lege eine Karte von deiner Hand auf den Friedhof. Für deine Hand und so. Ja, fangen wir mal mit dem 1800er Jahren. Ich kann jetzt schon Link 1, genau. Falls diese Karte als Linkbeschwörung beschworen wird, du kannst deine Hand einen Großteil der Einrichtung von einem Deck, falls eine oder mehr Großteil meiner Karten, die du kontrollierst, durch Kampf- oder Karteneffekt zerstört wurden, kannst du. Falls du ein Cybersmonster kontrollierst, kannst du diese Karte als Spezialbeschwörung beschwören. Oh, cool. Oh, endlich mal eine Karte mit nur einem Text! Anstatt drei. Ich kann trotzdem nur. Was habe ich denn für scheiß Karten hier drin? Erstling. Oh, Feuermonster, natürlich. Nur ein Text, wie lange war ja, die. Zum Glück. Natürlich, Feuer. Oder drei Sterne-Monster. Ich habe aber nur ein 3-Sterne-Monster. Aber die eine Karte, jetzt ist die doch nützlich. Ein Cybersmonster, der Stufe 4 oder nee. Diese Karte als Linkbeschwörung beschworen wird, du kannst deiner Hand ein Großsalamander-Heiligtum von deinem Deck hinzufügen. Ganz ehrlich, der 1200er stirbt sowieso. Keine Chance, dass der überlebt. Aber die Karte dieses Signalluxes, der Effekt ist, glaube ich, gerade gar nicht mal so schlecht. Wegen dem hier. So, was kann die denn? Falls Großsalamander Linkmonster als Linkbeschwörung beschwörst, kannst du den Kussern. Während der Schadensberechnung, falls der Monster kämpft, du kannst 1000 und dann ein Link-Monster wählen, das du kontrollierst, mache seine Attacke zu 0 und falls du dies tust, erhältst du LP in Höhe von. Was? Ja, ich habe kein Wort verstanden, aber ey, wird schon geil sein. Ach ja, jetzt kann ich ja sogar Link 2. Falls ein oder mehr Monster als normal für Spezialbeschwörung oder Anmessung noch diese Karte Zeitbeschwörung. Was ist das? Die Juf der Gejachten. Auch geil. Lege eine Karte. Hm,
Ich habe einen Plan. Aber ob es so geil wäre, ich weiß nicht. Ach komm, no rest of fun. No rest of fun. Warte mal. Du kannst Sicherheitssekretär nur einmal pro Spielzug auf diese Art. Habe ich ja schon gemacht, ne? Falls ein großer Salamandermonster auf deinem Friedhof gelegt wird. Ich probiere aus, ich muss das Deck kennenlernen. Funktioniert ja tadellos. Ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt schon funktioniert. Machen wir mal. Solange sich diese Karte in einem Friedhof befindet, du kannst ein großer Mann in einem Friedhof gehen. Ja? Ich habe dann zwei von dieser Art auf dem Friedhof. Nee, habe ich nicht. Ich habe ja noch ein anderes auf dem Friedhof. Stimmt. Ich weiß nicht, was ich da tue. Ohne Scheiß. I don't have an idea. Was? Ich hätte vielleicht zu Ende lesen sollen. Warte mal, warte. Ich dachte, ich könnte den beschwören. Habe ich da was falsch gelesen? Ich weiß nicht, was ich da mache, aber ich mache nur Blödsinn. Ich mache nur Blödsinn. Das ist gerade hier wirklich ausprobieren. Ach so, funktioniert das. Na super. Ach komm. Aber so Blödsinn war das gar nicht. Ich habe ein Monster auf die Hand und ein anderes aufs Feld. Das heißt, ich habe ja eine Karte wiederbekommen. Ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Okay. Link schucken! So. Da ist er. Diese Karte als Linke schon geschworen wird. Du kannst eine Karte in der Zauber- und Feindzone des Gegners sehen. Nicht versehen. Falls er stirbt, ich hab noch noch was in der Hinterhand, ne?
Warte ab, was er macht. Dracheneinheit, ah nein, das sind ja Windmonster, stimmt ja. Dracheneinheit, ich hasse diese Deck. Das wird jetzt nicht angenehm. Okay, er geht damit auch in Angriffsmodus. Das ist nicht gut. Du bist immer noch schwächer als ich. Jetzt nicht mehr. Ja, tschüss, Leo. Noch was? So, jetzt, wie soll ich ein 2500 700 starkes Monster? Alter. Ah! Okay. Ich sehe auch nicht sofort, dass da. Ja. So, was mache ich denn jetzt? Ich habe zum Glück noch gesehen, dass ich was machen konnte. Wenn diese Karte normal schwören, du kannst ein Monster der Stufe 3 in deinem Friedhof wählen. Das gewählte Ziel als Spezialbeschwörung, aber seine Effekte bleiben annulliert. Du kannst diesen Effekt schon der Stufe 3. Ich habe hier eine Stufe 3. Sonst habe ich keine Stufe 3 auf dem Friedhof. Fuck. Wie kriege ich... Warte. Wenn ich das jetzt aber mache, ich verstehe es nicht. Vorhin habe ich ein Monster verloren dadurch. Aber da steht doch nur, dass ich ihn in einem meiner Zonen tun kann. War halt nur gerade keine Zone frei, ne? Aber... Wie viele Stufe 3 Monster brauche ich denn? Zwei Monster der Stufe 3. Es ist ein bisschen umständlich. Ein bisschen umständlich, was ich da gerade mache. Spezialbeschwörung. Das ist jetzt nicht nur umständlich, es kann auch richtig geil werden eigentlich. Ich muss mich richtig anstrengen.
Noch nicht. So. Hier steht. So, falls diese Exis-Beschwörung beschworene Kater als Material für die Link-Beschwörung eines Groß-Salamander-Monsters auf den Friedhof gelegt wird. Du kannst ein Monster auf dem Spielfeld wählen, gib es auf der Hand zurück. Das wird nicht viel bringen. Scheiße, ich kann auch nur noch... ich kann nur die nehmen. Ist aber gar nicht so schlimm. Zwei Feuer-Effekt-Monster. Nein, so wollte ich das doch nicht! Ich wollte das da unten mit dem Verschmelz. Aber diese Karte da vermasselt mir wieder alles! Was ist das für eine Kack? Yay! Egal, ist auch geil. Nutzen wir das. Du kannst diese Karte ausrüsten. Attacke in Höhe seiner Stufe mal 100. Zusätzlich bleibt es von Falleneffekten unberührt. Das gibt ihm 500, ne? Das reicht nicht. Das reicht einfach.
Ist ja egal. Einfach beschwören, komm. Damit! Den Effekt von Großsalamander Wunderhengst von deinem Friedhof. Nein, 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 besser nicht. Eine Karte aktivieren, nein. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, aber es war dennoch gut. Es ist scheiße. Kannst du es wagen? Das Lustige ist, er hat jetzt wieder einen zurückgeschickt, ne? Den kann ich wiederholen. Was macht es, falls du... Nein. Also nichts, haha! Es war alles so geplant! Ich kannte doch den Effekt von Heißleo, also bitte. Ja, ja, ist klar. Ich bin doch eh am Arsch, der macht doch jetzt wieder einen Scheiß. Komm. Dracheneinheit Pisskopf! Ja! Was du auch immer machst! Ich teste es. Was machst du? Warte mal. Halt sein Großsalamander. Ich verstehe das richtig. Ich verliere ja die ganze Attacke, ne? Aber ich bekomme so viel. Was bringt das? Bringt ja eigentlich gar nichts. Bleiben die dann auf null?
Wenn die nur für eine Runde auf Null sind, dann würde ich den wählen. Ja, ich weiß. Wir testen es. Wir testen es. Bleibt also so, okay. Gut zu wissen. Ist mir doch scheißegal. Guck mal, wer wieder da ist. Theoretisch war das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich habe 1200 Schaden bekommen. Und 2300 Leben bekommen. Ich hätte sonst 3500 Schaden bekommen. Für nur 2300 Leben. Ich glaube, das war gut. Ich glaube es einfach. Warum mache ich das? Ach egal. Ich probiere gerade aus. Ich habe seine Attacke um das erhöht. Okay, und aha. Warum mache ich das wieder? Ach ja, um besiegt zu werden. Nee, komm. Das Deck ist nicht so einfach. Ich dachte, ich mache wieder diesen einen Effekt. Das habe ich doch vorhin gemacht, oder funktioniert das gegen den nicht? Ah, wahrscheinlich wegen Zauber und Fallen. Ah, ja, okay. Da habe ich falsch gedacht. Ah, so viele Effekte, da kommt man durcheinander. Was macht denn jetzt schon wieder? Egal was du tust, tu es nicht. War das noch mal die kleine Zahl dahin, die große Zahl dahin oder umgekehrt? Ich habe keine Ahnung. Könnte also jetzt falsch gewesen sein, aber egal. Als sich diese Karte in deiner Hand oder deinem Friedhof befindet, kannst du eine Ruhe-Karte nehmen, die du kontrollierst.
soll ich aktivieren? Hier ist unser Sonnenfolies. Das mit Drachenheilern und sonst. Los jetzt! Zeig mal, was du drauf hast. Was kann ich denn machen? Alle offenen Monster auf dem Spielfeld werden in die Angriffsposition geändert und können ihre Kampfposition völlig geändert werden. Es wird mir sowas von schaden, aber scheiß drauf! Dann kommt wieder diese scheiß Drachenschlucht! Nein, mein Monster ist noch viel zu schwach, um dass ich mir Sorgen machen muss. Das ist schwere Verschwendung. Ah, ruft der gejagten Schildes. Falls du dies tust, ist hier eine Karte. Weiß ich nicht. Ja, komm. Ach so, geht ja nicht. Warum gibt mir das Spiel dann die Möglichkeit? Ich habe jetzt gerade nicht so wirklich drauf geachtet, egal. Ja, eben. Aber ich finde, das Lunalicht-Deck ist auch noch sehr einfach. Du kannst diese Karte von deiner Hand rausnehmen. Los, let's go! Ach ja, es kann nicht angreifen. Was mache ich denn da? Ah, nicht nur Effekt. War also total sinnlos. Ich muss erst wieder reinkommen. Ich habe auch das Lunalicht-Deck vergessen. Na, jetzt ist es egal. Weg mit dieser Karte! Die Karten zu holen ist nur gut, um sie zu fusionieren. Ich habe mir nur gemerkt, was die Fusionen können. Pow. Und selbst da weiß ich manchmal nicht, wer was kann, weil die unterschiedlich auch sind. Nee. Wo bleibt meine Fusionskarte? Ich habe 1000 Stück in meinem Deck. Den Schatten. Oh Gott, was?
Alter, du hattest ein 3000 starkes Fass. Warum? Bestimmt ein krasser Effekt. Lass mal sehen. Bis zur Endphase die Attacke des entfernten Monsters erhalten. Der macht jetzt auch noch mein Luna-Lichtdeck fertig. Ich brauche Fusion. Oh ja, was Brauchbares. Die Frage, der hat doch 100 pro 1000 stärkeres Monster da. Ja, der hat hier 1500, 1700. Den Effekt könnte ich machen, aber. Ich weiß, das ist jetzt nicht so. Er wird jetzt ein starkes Monster wegschmeißen, aber er hat es wenigstens weg. Eine Kreditkarte. Ich habe ihn sozusagen gezwungen, eine zu opfern. Aber ich habe Angst. Ach nein. Ich hasse Dracheneinheit. So ultra mies. Na komm! Oh! Scheiße! Ich wusste doch, die Karte bringt mich um! Ah! Wenigstens ein bisschen Verteidigung will ich haben. Ich ziehe auch nicht eine Fusionskarte, ne? Weißt du was? Nochmal, ich ziehe einfach nicht das, was ich brauche. Das war das erste Mal, dass ich gar nichts an Fusionskarten bekomme. Eine Chance von 1%, würde ich mal sagen.
habe kein gutes XC-Stack. Die einzige Karte, die mein Lunalicht-Deck zunichte macht. Zwangsrekrutierung. Mein Deck braucht ja auch nicht unbedingt eine Fusionskarte, um zu fusionieren. Mach Gulasch aus dir. So, wir werden jetzt ohne Monster kämpfen kommen. Ich will jetzt sehen, was du drauf hast. Aber du hast ja, du kannst ja mit dem und deiner einen Karte, die du da hast, kannst du ja machen, was du willst. Das ist mein Problem. Ja. Jetzt kommt wieder sein OP-Monster. Der wieder eine Attacke von 3500 haben kann. Ich weiß jetzt echt nicht mehr, wie das wie das Pendel nochmal richtig funktioniert. Deswegen hoffe ich einfach, dass es richtig ist. Wenn es falsch ist, dann weiß ich, okay, nächstes Mal andersherum. Nein, lass mich doch mal in Ruhe jetzt. Ja. Ist das richtig? Ist richtig. Irgendeine war doch mit. Fangen wir jetzt vorsichtig an.
Jo! Aber das ist nicht stark genug, Held. Er hält 200 Attacke für jedes Ungeheuer-Kriegermonster, das verbannt ist. Oder sich in den Friedhöfen befindet. Die klingt mächtig. Verband und Friedhof. 1000? Na gut, 800. Wie komme ich auf 1000? Es waren noch 4 Monster. Opfere, komm! Los! Oh! Du hast nichts Starkes da! Im Friedhof! Dieses Monster kann man nur zerstören, wenn man ein stärkeres Monster hat. Weil Effekte... Nada. Kannst du vergessen. Scheiße, jetzt hat der 2000. Scheiße, nein. Oh, er hat ja sein... Oh, jetzt wird's schwierig. Habe ich gerade gesagt, der braucht ein stärkeres Monster? Okay, was wird das? Na ja, klar, das funktioniert nicht. Warum? Nee, ist ernsthaft. Kann ich ja nicht wiederholen, ne? Aber warum? Ich habe jetzt gerade den Sinn nicht gesehen. Wollt ihr einfach nur mein Monster weghaben? Wie gesagt, das war dumm. Wisst ihr, warum das dumm war? Er hat ein Monster mit 2000er TK auf dem Friedhof. Er hätte das gleiche Monster, glaube ich, wiederholen können. Oder war das nicht möglich mit dieser Kombination, die der hatte? Nee, das sind beides Stufe 6. Also hätte das funktioniert. Er hätte den wieder beschwören können, mich angreifen und dann auf 4000 erhöhen können. Weil er ja die Attacke von dem kriegt. Falls diese Attacke angreift oder angegriffen wird, kannst du während des Damage Steps genau ein. Oder ist das... Ah, jetzt verstehe ich. Es ist kein geflügeltes Monster, Ungeheuer, oder? Ah, jetzt verstehe ich. Es ist ein Drache. Ja, dann...
Pech. Jetzt kann ich noch mehr. Nein, nee, das nutze ich noch nicht. Ich kann ja die auf dem Friedhof dann nutzen. Ihr könnt ja irgendeine Scheiße abziehen und ich brauche was Gutes dagegen. Gegen diese Scheiße. Hat er kein gutes Monster mehr? Karte abwerfen. Kann der eigentlich dann auch angreifen? Manchmal haben die ja so ein. Hey, du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen und dann eine Karte ab. Warte, was? Warte mal, was? So sein dem Spielzug, in dem diese Karte auf dem Friedhof gelegt wurde. Du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen und dann kontrollierst. Es erhält bis zum Ende. Was? Alter, was? Ich teste es mal aus. Also, ja. Was mache ich da? Ich wollte auch den Effekt einsetzen. Ah, ich dachte, ich könnte jetzt den Effekt von dem einsetzen und nicht von der Karte, die ich da gerade... Spiel. Ah. Ich wollte eigentlich den anderen Effekt einsetzen, aber okay. Ja, ich verstehe manchmal nicht, was das Spiel von mir will. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich noch eine Karte im Friedhof habe.
den noch einen Effekt hat. Ich wollte ja eigentlich den einen Effekt einsetzen. Egal. Ah. Stirb! Habe ich eigentlich... Kein neues. Mal weiter. Aber ich weiß nicht, ob ich diese Kampagnen-Herausforderung auch mit euch mache. Ach, Kampagnen-Herausforderung, sei Stulanten-Herausforderung. Die mache ich lieber privat, auf der Arbeit, in den Pausen. Schwer sind die nicht. Ich habe auch ein verdammt gutes Deck, dass ich aber auch erstmal wieder reinkommen muss. Wie man gesehen hat, verstehe ich mein Deck manchmal auch nicht. Und mache Sachen. Das ist das Problem. Das ist das Problem, wenn man es als Videospiel spielt. Man will eine bestimmte Sache machen, man hat dann kurz nicht gelesen, worum was es geht, drückt dann ja und dann macht er Sachen, die man eigentlich nicht will.